Also irgendwie klappt das noch nicht hier so ganz so, wie ich es möchte. Nein. Meine Güte. Dafür bin ich schon wieder fast tot. So. Was? Feinde? Ich sehe keine Feinde. Ach da! Ja gut, kein Wunder, dass ich nicht gesehen habe. Hat sich auch versteckt. Oh, Heilung, danke. Hi! Springen Sie mir bitte nicht in die Fresse. Aber da ist was. Ich auf dem ein Stück Kacke getreten bin. Ihr kennt das, ihr geht die Straße entlang und vor euch, ihr guckt halt nicht hin und da genau liegt ein Stück Kacke auf dem Boden. Und dann tretet ihr da drauf natürlich. Was passiert hier? Okay. Gegner sind auch echt eklig, einfach nur weil die mir die ganze Zeit das ganze Zeug auf den Boden legen, auf das ich nicht drauf treten möchte. Da war echt gerade sehr viel los. Oh. Die sind anscheinend auch nur ganz kurz da. So. Tatsu erklomm immer die Berge hoch über den Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Dann gib mal her. Wir haben das Klettern erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du RT gedrückt halten und drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du dann an ihrer Oberfläche entlanglaufen. Yay? Spiel? Hallo? Okay. Ich hing einfach in der Wand fest. Feel stuck, man. Könnte hier bitte nicht einfach alles explodieren? Ups. Ah. So funktionieren die Dinger nochmal. Hm, scheiße. Komm mal mit. War leider doch nichts. Ich sollte echt darauf achten, wie die Dinge jetzt an oder aus sind. Ich wollte nur gucken, ob da oben in der Ecke noch was ist. Aber offensichtlich ja nicht. So. Wie habe ich das denn geschafft da gerade? Davon abgesprungen, aber das Ding nicht reaktiviert. So.
Ich könnte auch wieder zurückgehen. Das wäre das Einfachste. Oh no. Junge, dann kommen wir weiter. Schön langsam. Dann habe ich. Stimmt, den habe ich auch nebenbei gesammelt. So. Oh ja. Instant Death Laser. Ja. Das war nicht so gut. Macht nicht Korrektursprünge. Die sind euer Verderben. Andere Idee. Einfach runterlaufen. Stellt euch vor, ihr läuft durch den Wald und plötzlich kommt ein Laser aus dem Dickicht. Das wäre schon sehr random. Und das Allerwichtigste ist, ihr könnt nichts dagegen tun. Tschüss, Gegner. Ich sollte nicht plötzlich anfangen, hier Mario zu spielen und versuchen, auf die Gegner drauf zu hüpfen. Kann ich da hinten irgendwo hin? Nein. Schade. Bäh! Ach, ich habe schon wieder vergessen zu speichern. Oh no! Ich war zu schnell. Und er war zu dumm. Was bringt mir dieser eine Gegner hier? Als ob hier einfach nichts versteckt ist. Oh, Stacheln sind da. Da ist wirklich nichts. Das sind schon echt ein paar sehr knifflige Stellen hier. Aber finde ich cool. Oh shit. Okay. Kurze Zwischenlandung. Speichern. Falschen Knopf drücken. Check. Aber halten wir mal zugute, ich habe gespeichert. Bringt mir das was, hier oben hinzugehen? Wait. Habe ich irgendwas gesehen? Aber nicht von hier aus. Wahrscheinlich eher von dort aus. Yes.
No. Also eigentlich ist der eine Gegner da absolut nutzlos. Zu blöd, da hochzuklettern. So. Save me! Gegner! Ach, du bist doch so doof. Einmal will man gerettet werden. Und er denkt sich so, nee, ich spuck jetzt nichts mehr. So. Und das letzte Fragment. Glaube ich. Verdammt. Moment, hier geht's ja gar nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Ist das so, dass von unten leuchten? Da geht's doch. Ah! Der Gegner ist doch nicht nutzlos. Er hat den Sinn seines Lebens gefunden. Ich vergaß, dass ich klettern kann. Das macht auf jeden Fall das Manövrieren in den Wänden sehr viel angenehmer. Wenn ich da die ganze Zeit mit irgendwelchen Sprüngen da durch müsste. Wieder. Nee. Mach nicht wieder zurück in der Laterne. Okay. Der hat einfach seinen Kumpel weggeschnetzelt. Schon wieder. Weggeschnitzelt hat. Kann mich da jetzt nicht mehr so schön da hoch. Ja. Schade. Ich habe aber auch wieder keine Ahnung, wo ich überhaupt hin soll. Spiel, was willst du von mir? Unten? Wahrscheinlich, ne? Hier denn rein? Ich vermute es. No! So. Zumindest geht's hier weiter. Aber. Ich springe einfach jedes Mal davon zu weit weg. Beziehungsweise ich kletter halt drauf und kletter dann wieder runter. Wie viel Prozent der Oberflächen dieses Spiels sind wohl mit Stacheln bedeckt? Viele, würde ich behaupten. Au.
No. Lass das. Geh weg. Ah, hier bin ich jetzt rausgekommen. Moment. Haha. Wait. Das bringt mir nichts. Aber gut, wenigstens nichts verloren. Ich habe mich wirklich damit. Ich habe mich wirklich gerade einfach damit hochgecheased. Einfach weg hier. Schön zu wissen, dass ich es geschafft habe, mich zu cheesen. Oh. Noch mehr von den Sonic-Schnecken. Beziehungsweise was auch immer sie darstellen sollen. Oh, nice, das Boss-Recycling in Spielen. Oh, nice. Nebenbei noch ein Level-Up bekommen und damit Schaden gemacht. Das war natürlich geplant, das Level-Up im Bosskampf zu nutzen. So. Aber ich kann jetzt keinen Doppelsprung mehr. Aber wir haben unsere Laterne. Moment, greifen kann ich noch. Ich kann nur keinen Doppelsprung mehr. Shadow Moon, danke für 36 Monate Treue. Super geil von dir. Meine Güte. Da liegt eindeutig zu viel auf dem Boden. So. Haben wir die Laterne auch abgegeben. Kriege ich jetzt meinen Kristall? Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtete den Dunst. Ori, der Schlüssel zu den Elendsruinen, das Mumon-Siegel, wurde gefunden. Yay. Damit können wir die Elendsruinen betreten. Das Element des Windes befindet sich tief in den Elendsruinen, südlich von hier. Er ist nicht allzu weit, ich kann dir den Weg zeigen. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, da war ich schon mal. Da. Genau da. Und ich habe jetzt gerade gesehen, da hinten ist jetzt noch was. Verdammt. Es sah zumindest aus, als wäre da hinten noch eine Fähigkeitskugel. Die ich wahrscheinlich erst erreichen kann, nachdem ich hier wieder nochmal zurückgehe. Als ob er mich getroffen hat. Wieso noch einer? Doch alle weg. So, ja, und jetzt noch hier hinter. Hm. Wisst ihr, was praktisch gewesen wäre? Wenn ich den Gegner nicht getötet hätte, um da hochzukommen. Das wäre echt gut gewesen. Probieren wir das nochmal. Probieren wir das nochmal, ohne drauf zu gehen. So. Bin ich hingeknallt.
Ich kann mich auch einfach hoch cheesen. Ich vermute mal, das war so nicht gedacht. Aber hey, ich habe dafür einen Erfolg bekommen, auf jeden Fall wieder. Da oben wäre auch noch was. If I can cheese, I cheese. Das gute alte, aua, Jansche Lebensmotto. Ah, Moment. Bevor ich hier gleich erstmal gereckt werde, speichern. Und nächste Fähigkeit lernen. Das ist auch wieder zwei. No! Der hat mir noch eine Falle gelegt! Ich wollte weglaufen. Und er hat mir in den Weg noch die Kacke hingelegt. Aber hey, wir haben die Nebelfrost zu 100% damit. Ja, Leute, so nach Souls-like kann Jan einfach nicht mehr so viel cheesen. Ob das die Mod dann noch nötig sein wird? Ich so, hold my cheese. Also, da oben kann ich noch gar nicht hin. Das heißt, wieder nach ganz da unten. Yay! Aua. No. Wait. Das finde ich gerne nochmal mit. Wait, was? Das heißt Nebelforst, nicht Nebelfrost. Bernie. Kai. Ich weiß jetzt nicht, ob Bernie jetzt wirklich nicht so groß ist. Aber du musst jetzt nicht drauf rumreiten, ne? Das ist auch nicht so nett. Können Sie bitte gehen? So. Wenigstens ist der Rückweg hierhin nicht so lang gewesen. Sind wirklich einfach jetzt durchgelaufen. So. Gummon-Siegel aktiviert. Oh ja. Jetzt, wo ich wieder die Dinge anschaue, weiß ich wieder, was hier das... der Trick war. Die Elendsruinen, hier leben die Gummon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein, die Gummon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden diese Ruinen zu ihrem Grab. Okay, dann würde ich aber auch sagen, dann machen wir hier Schluss für heute. Haben eigentlich ganz gut schon was geschafft, muss ich sagen. Sind weitergekommen, als ich erwartet hätte. Sind es immerhin schon... Den Ginsobomb haben wir fertig und wir sind in den Elendsruinen noch reingekommen. Ist einiges. Ich würde ja schon fast behaupten, dass wir im nächsten Stream theoretisch sogar die Story abschließen könnten. Und eigentlich nur noch dann Offscreen-Stuff machen müssten. Mal gucken. Mich würde mal jetzt interessieren. Wobei, da oben sehe ich es gerade. Wir haben 53% schon. Yo. Läuft.